meine Lieben, ich bin's wieder, eure Jutta von NetM Kreation. Heute habe ich eine kleine Tüte für euch, für eure Weihnachtssüßigkeiten oder zum Gebäck zum Verschenken, das ihr selber gebacken habt. Und zwar braucht ihr dafür unsere Stanzschablone Tüte 1, das ist die 00115, und unseren Sternenkranz, die Nummer 00131. Ihr stanzt euch. Oh, ihr was vergessen, wir brauchen noch die Blütenrandstanze. Die notiere ich euch unten in der Infobox, sehe ich gerade, die habe ich vergessen. Die ist die Nummer 00. Muss ich gucken. 131? Ich weiß nicht, nee, halt mal nicht das. Oh, da muss ich gucken. Das habe ich jetzt vergessen hier hinzulegen. Ja, irgendwas vergesse ich ja immer. Für die Tüte stanzt ihr euch die Teile zweimal aus. Das geht jetzt aber nur mit der neuen Variante. Ich habe die Stanze schon mal gehabt und habe die dann vor einiger Zeit geändert. Ich wollte das eigentlich beim ersten Mal aus so haben, aber da ist beim Informationsfluss beim Hersteller was schief gelaufen. Und zwar den Griff, der ist bei der alten Stanze mit drin, den kann man also nicht rausmachen. Und hier könnt ihr euch den rausmachen, dass ihr das ohne die Griffausstanzung habt. Ja? Also, ihr könnt es jetzt nur mit der neuen Variante von der Stanze machen. Zweimal das Vorder- und Rückenteil und zweimal das Seiteteil. Legen wir das mal weg. Und das brauche ich gerade auch nicht. Und dann falzt ihr euch alles nach, was an Falzlinie vorgegeben ist. Das Innendrin hat jetzt gerade mal noch nichts zu sagen, das brauchen wir im Moment gerade nicht. Da haben wir eine Seite. Ich hätte das Ganze jetzt gern mit einem normalen Rot gemacht, weil ich hier den Sternenkranz aus dem Lebkuchen und mehr so kariertes Papier ausgestanzt habe. Und die passt jetzt nicht 100% zu der Farbe. Aber ich habe kein richtiges Rot mitbestellt. Es ist ja nur Weihnachten, da braucht man kein richtiges Rot, gell? Ah, Jutta. Aber das ist jetzt nur mal, damit ihr wisst, wie es funktioniert. Die Farbe stimmt also jetzt da mal nicht hundertprozentig. So, dann schneidet ihr euch, also das habe ich jetzt mal, das brauchen wir gleich. Dann habe ich mir so einen Bütterrand Rechteck ausgestanzt. Und das inke ich mir jetzt am Rand ein bisschen außenrum, mit dem gleichen Farbe, wie der Farbkarton ist, mit dem Farngrün. Noch ein Sternchen übrig. Einfach nur so ein bisschen der Rand. Bei mir hängt noch ein klein bisschen Waldmoos im Schwamm drin, deswegen ist es vielleicht ein bisschen dunkler. Aber das tut dem Ganzen ja keinen Abbruch. Den Kranz habe ich auch schon mal einmal ausgestanzt aus dem Merlot-Rot. Und dann habe ich ihn hier gesehen und das Rot ist einfach nicht hundertprozentig das gleiche. Und Kamera ist jetzt wahrscheinlich nicht so schlimm. Und jetzt mache ich mir nur hier so ein bisschen die Spitze, dass er ein bisschen Effekt hat. Und innen auch. Das muss nicht die Sterne ordentlich eingeengt sein, sondern einfach nur die Spitze von der Sternchen ein bisschen. So. Das Rot lasse ich mal so. Dann kann das mal weg. Dann mache ich als nächstes. Das war mir dann bisschen lasch noch und ich habe ja letztes Mal euch gezeigt, dass ich von der Anne von Sommerabend.com mir die Pearl Colors gekauft habe und da die mir so gut gefallen haben, machen wir das jetzt heute gleich nochmal. Bisschen Wasser rein. Man sollte sich da jetzt vielleicht was drunter legen. Ich habe das letzte direkt neben meiner Tastatur vom Computer gemacht. Ich habe eine wunderschön gesprenkelte Tastatur jetzt. Ne? Und einfach.
Das ist nachher nicht viel, aber es macht trotzdem was aus. Und wenn ihr wenig Wasser nehmt, gibt es ganz feine Tropfen. Und wenn ihr viel Wasser nehmt, gibt es größere Kleckse. Und ich möchte hier ja keine riesen Tropfen drauf haben, deswegen. So, ich glaube, das reicht mir schon. Machen wir nachher sauber. Dann kann das weg. Dann legen wir es auf die Seite zum Trocknen gleich ein bisschen. Und dann fangen wir mal an mit der Schachtel zusammenkleben. Ne, halt, wir können ja vorher noch was anderes machen. Und zwar brauche ich jetzt ein rotes Papier von dem Merlot-Rot. Moment, muss ich mir geschwind holen. So, habe ich ein Papier. Dann habe ich hier von Wauer Embossing so ein Ultra-Neutral-Ultra-Schimmer. Und Sversa Mark. Und drücken wir das hier einfach nur so ein bisschen drauf. Brauche nicht viel, nur ein bisschen. Dann streue ich mir das ein. Klopfe mir das hier ab. Schütte das wieder zurück in die Dose. Ich habe das einmal gemacht, nicht sofort zurückgeleert und dann mit dem Föhn drüber kommen. Ey Leute, Funkel und glitzert hat es überall. So, und dann föhne ich mir das jetzt einfach, bis alles glänzt. Und dann stanze ich mir quasi mit dem kleinen Sternchen, das beim Sternenkranz noch, beim Tannenkranz noch dabei ist, Hilfe, das Sternchen dreimal aus. Ja? Mache ich jetzt auch mal kurz, Moment. So, und dann habe ich hier so Sternchen. So, dann machen wir mal weiter. Machen wir Platz. Das ist jetzt getrocknet. Also ihr könnt es halt zweiseitig machen, die Tüte vorne und hinten verzieren. Nur hier jetzt im Video reicht es natürlich auch, wenn wir es nur einmal machen. Und wie ihr schon wisst, ich verziere mir die Schachteln oder Karten immer erst, oder alles was so dreidimensional ist, erst einmal, solange es noch nicht zusammengebaut ist, weil ich dann einfach mehr Druck ausüben kann, ich es einfacher habe zum Zusammenbasteln. So. Ich bin doch ein Dödel. Ich muss euch noch was anderes zeigen. Ich weiß, warum die Büderanstanze nicht da ist. Zeige ich euch gleich. Oh Leute, ich bin ja sowas von dödelig und chaotisch. Ah, jetzt machen wir das fertig, dann zeige ich euch, wie ich das gemacht habe. Eieieiei. Jetzt gerade so denke ich, hä? Ja. Dann kommt dann nachher der Kranz drauf und dann kommt der Kranz drüber. Das mache ich mir jetzt gerade mal. Oh Mann. Da denke ich, wieso passt das so gut? Habe ich da die passende Büderrandstanze? Nee, hier gibt es keine passende Büderrandstanze dafür. Aber wir haben ja Trick Nummer 17, wir haben eine ganz tolle Stanze. Oh Mann. Aber es wäre ja schade, wenn ich immer ein Video machen würde, wo alles funktioniert, oder? So. Jetzt bin ich überlege, mache ich das plan oder mache ich es gleich. Was ich auch machen könnte, ich klebe mir hier nur die große Sterne auf und lasse die anderen. Dann ist es nicht ganz so flach gedrückt. Also ich mache den Kleber jetzt hier nur auf die großen Sterne. Und hier vielleicht noch ein bisschen.
Weil das habe ich ja vorher nicht ausprobiert. Dann sieht es ein bisschen lockerer aus. Und wenn wir schon dabei sind, machen wir das dann auch noch. 1, 2, 3 und die kleine dazwischen. 1, 2, 3. So ungefähr. Die lasse sich relativ gut aufkleben hier. Hier. Und bei denen muss man halt jetzt ein bisschen feiner auftragen. Rutscht mal Brille. Also es sind nur so ganz, ganz feine Akzente. Und ich glaube, mit dem normalen Rot hätte es noch schöner ausgesehen, weil es besser passt hätte. Ich kann mir es jetzt leider auch nicht aus der Rippe schneiden. Das noch. Zuerst habe ich überlegt, ob ich hier noch einen Text in die Mitte mache. Dann habe ich aber irgendwie war nichts dabei, wo mir gefallen hätte. Dann habe ich erst ein Banner da drauf gelegt mit dem passenden Text. Das war mir dann wieder zu viel. Ja. Dann habe ich gedacht, gut, dann binde ich eine Schleife. Die binde ich natürlich wieder außerhalb von der Kamera, weil ich und Schleife binde, ist ja so ein Thema für sich, gell? Und den klebe ich mir jetzt mal hier drauf. Dann kann das nämlich mittlerweile gut trocknen und dann zeige ich euch, wie ich das im Hintergrund gemacht habe. Also echt. Wenn ich das jetzt privat machen würde, als Privatfrau, dann wäre das ja nicht so schlimm. Aber ich habe ja ein Geschäft, ich sollte das eigentlich alles richtig ordentlich und perfekt machen. Da wäre jetzt ein Heißkleber gut, aber das habe ich leider nicht. Tombo wäre auch gegangen. Ich guck mal, wenn es hebt, ne? Hebt's? Wenn nicht, mache ich nachher ein Tombo drauf. So. Ich lege das mal auf die Seite. Lege ich da mal was drauf. So. Also. Ich hole mir schön Papier und dann zeige ich euch, wie ich das gemacht habe. So, da bin ich wieder. Ich habe mir hier jetzt ein Rechteck zurechtgeschnitten, 9 x 11 cm. Das heißt, ich habe mir einfach ausgemessen, wie groß das Teil ist und habe es dann ein bisschen kleiner zugeschnitten. Und dann habe ich meine Lieblingsstanze. Also, das ist die mit Bordüren. Sternchen, die 442. Da sind dann Schleifchen drauf dabei. Ihr könnt Lichterkette damit machen. Also, oder nee, keine Lichterkette, sondern kleine Wimpel. Und das Allergenialste ist die Ecke hier. Die Bütterrandecke. Und zwar könnt ihr aus jedem Zuschnitt den passenden Bütterrandzuschnitt machen. Ihr geht also her, legt euch das auf die Big Shot, legt euch jetzt das hier so an. Ja? So ganz knapp am Rand. Ich fixiere mir das hier meistens mit ein bisschen Masking Tape, nudel das einmal durch und dann macht es einfach so rum und dreht es noch einmal durch und dann habt ihr so ein Teil wie ich hier. Ja, also mit der Stanze könnt ihr aus jedem Zuschnitt eine Bütterrandstanze machen. Also, ja. Typischer. Cool, jetzt gucken wir mal, ob die Schleife hebt. Sieht so aus. Da klebe ich mir jetzt noch ein kleines Strassstern, klar. Eine kleine Halbperle auf. Na, hebt noch nicht hundertprozentig. Und ein Zeig reicht, denke ich. Soll ich hier noch? Soll ich nicht? Nein, ich soll nicht. Wenn es runterfällt, machen wir es dann nochmal drauf. Was soll's?
So, und jetzt kleben wir uns die Schachtel zusammen. Und zwar. Erstmal die zwei, wenn ich richtig informiert bin. Ja. Und ich wie immer, ich stand, Herr Sender, sie hat sich verabschiedet. Stoß mir das hier dagegen. Hey, der Kleber hebt schon. Dann klebe ich mir das noch hier fest und das. Die Seite auch noch. Ein paar grüne Sprengel drauf, aber da innen drin ist ja nicht so schlimm. Und dann kleben wir uns die Schachtel, die Tüte noch so zusammen. So. Und das, was man jetzt hier sieht, die Falz, da könnt ihr euch die, ich mache es jetzt noch nicht, zusammendrücken und dann kann man die Schachtel, also ist nicht oben gerade, sondern man kann sie oben zusammendrücken. Also das machen wir hier die Seite. Mir das gern so, dass ich da unten so hinlege. Seht ihr jetzt nur nichts, gell? Und dann machen wir die Seite noch. Dann streiche ich mir das ein. Und das ist jetzt auch wieder ein bisschen eine Tüte, wo echt immer wieder ein bisschen mehr Sachen reingeht, also nicht so klein. Manchmal braucht man so Schachteln, wo nur ein Teil reingeht, ein Merci oder ein Orangerie oder sonst irgendwas. Aber manchmal braucht man halt auch ein bisschen größere Sachen. Und ich lege es mal hin und gucke, dass die Kante unter gerade ist. Auf die Seite und hier auch. Und da komme ich mit meinen Fingern jetzt nicht ganz unten rein. Dann nehmen wir das Falzbein und drückt es gut fest. So, dann mache ich mal Kleber zu. Dann hole ich mir geschwind mal einen Topo, so den man einen hat. Ich lasse jetzt mal kurz liegen, sonst schält es gleich wieder runter. So. Und dann könnt ihr hergehen und das eindrücken. Und dann kann man die Schachtel oben nämlich verschließen. Ich könnte jetzt auch ein Magnet oder irgendwas hinmachen. Ich habe aber hier so kleine Klammern. Ich hätte gerne einen in schwarz gehabt, aber ich habe jetzt halt gerade die. Kann ich mir das so zumachen. Ihr kennt ja die bestimmt, es gibt ja in ganz vielen verschiedenen Varianten. Und dann sollte es noch drauf. Und dann habt ihr eine schöne Verpackung. Also wie gesagt, die Farben sind jetzt ein bisschen unglücklich und es hält auch noch nicht richtig. Und
das war auch nicht richtig gezeigt, aber ihr sollt ja was bekommen für euer Geld. Okay, also wieder leicht chaotisch wie immer. Ich hoffe, ihr schaut morgen trotzdem wieder rein. Ich danke euch fürs Zusehen und tschüss, eure Jutta.